Herren, willkommen bei dem neuesten Projekt von Team Let's Twitch. Für Hashtag 25 Jahre Pokémon spiele mehr Modersch eben den Pokémon, alle Pokémon-Spieler durch, wo der die Schwachkante treffen. Wie ihr seht, war die Schwache eben auf Blue gefallen und eben noch auf die Deutschspruch. So wenn sie los der Stand, mal ein Kerl durch mich überraschen. Wundert euch nicht, dass ihr nur am Video wissen. Musik komisch klingt, das habe ich express gemacht, weil gerne die Videos nämlich so klein wie möglich schauen. Das ist was halt verschiedene Sachen, die einfach ein bisschen sehr gespult, dementsprechend auch die Klangverzerrung der Musik. Aber für den Rest lässt sich ein Spiel überraschen, wie gesagt. Hier wählen wir es nicht mehr aus, mit einem neuesten Perl Poké, eben für Pokémon. Hier ein Bücke, das in den Enkel ausgesetzt wie die Gary. Dann auch immer noch Gary. Und los geht's. Voilà, jetzt kommen wir. Dann ein Snaz. Da gehen wir nur hier in den Computer, weil da kriegen wir nämlich einen Trank direkt heute von Gun. Dann gehen wir betrachten hoch. Da ist Mom. Lauf nicht fort. Ah, und hat Angst vor mir. Geschenkt.
Voilà. Und er hat den ersten Kampf gewonnen. Und Shigi kriegt doch schon direkt sein erstes Level. Ah, gibt kein falsches Pokémon. Das ist die falsche Taktik. Voll. Genau, so auch mehr. Na, dann gehen wir mal ein Kehr noch an von Gary. Ah, das war nicht so. Dann gehen wir einfach mal ein Kehr ins Rieswald. Ja, wir gucken mal, komm. Taubt sie. Verhalte er schon, dass du da was den Toten herheißt oder die Jugendliche, na, was hineinsgibt. Ich weiß, dass du Vertania City, das war am Ort eben, Sachen können kaufen und es gibt keine Werbegeschenke, Trank. Verhalte er statt ganz gut, eine Krute von dem Herr, den eben an Vertania City am Ort schafft, effektiv am Boutique, einen Trank geschenkt. Trotzwatz, mal hoi. In dem ist noch nur eine Chain ausgesehen, respektive. So komisch. Und der nächste Level up. Ja doch. Vergesst nie, euren echten Pokémon könnt ihr bis so nur mal herzlich kommen. Frau Sund, nee, der kann ich kein theoretischerweise an der Wiesel so lange trainieren, bis Level 4 zu scheren. Natürlich, das geht ja sehr lang dauern. Nee, denken aus, euren echten Pokémon ist immer loyal. Das ist, den ist nicht gebunden und all die anderen Pokémon, die da fängt oder tauscht, mit dem Level respektive mit dem Orden. Aber das war schon für den Holz wirklich. Wunderschön gemacht. Ich bin logisch ein bisschen sehr. Bei allen echten Pokémon, die mir begegnen, das ist normal, mit denen die kommen, und das alles verringern. Manche verkehrt es nicht. Also manche lassen nicht immer nur vier Spulen. Ja, überall wird dann noch immer die Schilder rein, wenn es so Trainer-Tipps gibt, was für den mal richtig praktisch war. Mal einmal die echte mit Pokémon Center. Dann kannst du eben den Pokémon heilen, respektive den wohl auch mal mit dem Kabel auch tauschen.
Nee. Okay. Weil du von der Wurst ist ja aber nicht, Professor, ich sollte nicht. Geh ja lo. Und das nächste Tour verbringen ein Paket der Mama, wo du ganz sehr viel mitzubringen. Look, was schon sind wir da? Oh, nicht gut, Professor, ich. Spezielle Pokéball. Na, kremantlich. Also Pokédex. Okay, so was, ne? Schwester-Quad-Session. Ah, ob... Ah. Los, schickt jetzt mich auf ein Boot in den Gang. Das finde ich ja schon immer. Ja, da gucken wir uns mal gerade um. Da. Und Haut wird der Meer dann bis auf Bertania City gehen. Warum sind wir noch hier? Das haben wir ja schon von daher. Machen wir einfach ein bisschen mehr sehen. Noch ein bisschen extra XP. Das ist schon Level 8 und ist schon Blubballer. Ja, das ist top. Voilà. Wie das auch vielleicht schon abgefallen ist, all. So, so, all Ebene hört sing ich an Musik. Das, der werdet ja nur am Spiel ja, der wird ja schon gesehen, drei verschiedene Platten, drei verschiedene Lieder, der wird ja nur gesehen, wie wird das all Platz sing ich an Musik dürfen auch. Respektive auch die Vater changieren dann auch okay. Ah, voilà. Und der steht 10 für 4 nach Verhalen. Was so 10 Euro? Tränke sind alle Götten ausverkauft. Also, du hätt mal eh'n sein Arbeit richtig gemacht, respektive von so alle Götten verschenkt wird. Kein Wunder, dass kein Trank mehr hier ist. Wie sieht das? Den einen seht ihr, mega Promo gemacht. Komm bei euch, dann bucht ihr kriegst den Trank, und da was da heute, da seht ihr nicht, oh, alle Tränke sind alle Götten ausverkauft. Ja, guck mal, jetzt hier ein bisschen unter dem Bertania City mal ein Kehr un. Kommen wir lesen mit Notizen. Und
Fahren wir demnächst eben Tipps. Für Körner, respektive mehr waren demnächst noch Körner, aber das ist. Ich muss den so direkt und nicht richtig machen, und eben die Sachen, die echt Infoen da gehen. Okay, da lesen wir mal den Tag auf der Tafel. Ah, voilà. Hi. Wir lesen uns immer alle gute ganz durch. Eben für die Leute, die das Spiel noch nie gespielt tun oder so, dann wissen sie einfach, sind sie einfach, wenn sie dann so respektiv können sie lesen und sich dann auch etwas dann auf vier Stellen von dem Kampf. Wie das eben sowas macht, wenn ihr paralysiert, gefroren oder brennt. Wie so, weil nicht alle Dinge nass, also, wie so, da wird dann am Spiel gesehen, das ist wirklich, speziell, das ist cool. Willi, da komm heiner Willi. Ja, das ist schon mal ja Bertania direkt an Pokémon Arena. Mit Dave und ich und deren seht ihr neues Jahr hallo. Voilà, die ist permanent so. Aber ich meine nicht, dass der ein Spoiler fährt, statt zu so ein. Für alle guten Leute, die das nicht kennen, der da so sich den Giovanni, der Leader von dem Rockerzing Arena, sich als das die letzte Arena, die wir machen. Man muss ein Team Rocker eben an dem Spiel halt zerschlagen und dann noch kriegen wir den Axe auf der Arena. Den Device, der so wie in der Pokémon fängt, das ist der falscherweise von alle guten Pokémon-Spieler, in den der weiß, wie das geht. Mehr das Ball nie so wie in der weiß, dass ein neuer Pokémon drauf gehören. Respektiv darüber am Anfang kann ich das noch machen, mehr das wie gerade gesagt habe, muss ich mich waschen. Tipps? Ja, aber. Ah, sind wir hier Richtung Mamoria City. Ja, wie ihr seht, da kommen wir nicht lange. Ich kann noch, werde mal etwas kreieren, für eben wohl anzukommen. Und taub sie. Ich meine, die fängt mal, ist aber hier.
Voilà. Schon human Taubsee. Hallo, hi nach Nirvendrun und wie sie das in drin herren. Oh, ein Hobbytag. Naja, schmecken das meist den aber auch rein. Ja, wieder bemerkt, ist die Kind, den der Pokémon-Schwert nehmen wird. Ach, Level 6. Level 7. Voilà, da gehen wir nur an den Schmoller, wer kann hier mal rüber. Ich schaue es mal hin, wenn er noch mal beleidigt. Okay, da müssen wir aufpassen. Nein, noch nicht. Okay, na, da gehen wir mal an den Schmoller. Hopp, voilà. Das ist es, fertig. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, natürlich, lasst euch ein Like. Ihr könnt euch auch ruhig abonnieren, für eben keine Folge zu verpassen. Und da gebe ich so ein Gesimmer bei der nächsten Kehr. Okay, ja.